Ich wurde dann Staatsminister, formell dem Außenminister beigegeben, also nicht unterstellt. Ich war ja Abgeordneter und von daher kein Weisungsempfänger. Joschka Fischer und ich, wir waren die Jahre zuvor in der Partei eher Antipoden. Wir waren, man kann nicht sagen Feinde, aber wir waren eben die Repräsentanten der gegnerischen Flügel. Fischer war der Anführer der Realos, ich war immer auf der linken Seite und eine der Leitfiguren des linken Forums, also der gemäßigten Linken. Nachdem die Fundis und die Ökosozialisten aus Hamburg aber alle abgetreten waren, gab es links von mir eben keine starke Gruppierung mehr. Und so erschien ich nicht mehr als Mann der Mitte, sondern eben des linken Flügels im Gegensatz zu Fischer. Also wir waren schon Widersacher, die sich auch manchmal ein bisschen unfair behagt haben. Aber in dieser Situation nun, in dieser historischen Situation war uns völlig klar, das ist ja der Punkt, wo wir alle gemeinsam hinwollten und jetzt heißt es zusammenzuarbeiten und da waren wir auch Profi genug, um das zu machen und diese alten Gegnerschaften eher sportlich zu sehen und auch zu den Akten zu legen. Fischer hat natürlich als der formelle Außenminister den Hut aufgehabt, hat das erste und letzte Wort gehabt, aber ich hatte genügend Bewegungsspielraum, um viele Reformen im Auswärtigen Amt anzustrengen. Ich habe im Grunde alle Abteilungen durchgekämmt auf Reformbedarf, während der Außenminister seine Rundreisen machen musste, um Hände zu schütteln und sein großes Projekt zu lancieren. Fischer hatte sich ja zur Aufgabe gesetzt, die europäische Integration weiterzutreiben bis hin zur Erarbeitung einer europäischen Verfassung. Eine großartige Idee und ich fand, er hat auch großartige Ansätze gehabt, die leider nicht durchsetzbar waren. Europa war leider noch nicht so gestrickt und während Fischer diese große Diplomatie machte, habe ich zahlreiche Reformen auf der Ebene darunter gemacht. Also ich habe etwa die Infrastruktur für Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung geschaffen, etwa die Gründung des Zentrums für internationale Friedenspolitik hier in Berlin, das ZIF, welches Personal ausbilden sollte für nicht-militärische Kriseneinsätze, Personal, das man dann der UNO oder der OSZE für deren Mission zur Verfügung stellen konnte. Das hat auch funktioniert. Es ist heute ein Leuchtturmprojekt von vielen Ländern nachgeahmt. Es ging aber auch darum, zum Beispiel die schwierigen bilateralen Verhältnisse zu einzelnen anderen Staaten aufzuarbeiten, die von den Amerikanern zum Beispiel als Schurkenstaaten bezeichnet wurden. Wir Europäer, wir Deutschen wollten keine Schurkenstaaten, sondern wir wollten im Sinne einer integrativen Außenpolitik uns auch mit denen verständigen. Also war ich zu intensiven Gesprächen in Libyen, in Algerien, in Kambodscha, in Uganda, überall, wo es Jahre zuvor sehr schwierige despotische Verhältnisse gegeben hat und habe geschaut, kann man nicht Dialogansätze finden, um diese Länder zu reintegrieren in die internationale Staatengemeinschaft. Wir sind dabei auch eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen, also etwa bei Algerien und sogar bei Libyen, weshalb ich es ja besonders tragisch finde, dass der Westen sich irgendwann entschieden hat, Libyen ohne jeden hinreichenden Grund Platz zu machen, anders kann man es ja nicht nennen, und damit nicht Krisenprävention zu betreiben, sondern Konfliktausweitung in Nordafrika. Naja, hinzu kamen dann ganz handfeste Dinge auch im Sinne von Bürgern. Also ich habe etwa geschaffen, eine Infrastruktur zum Management von Krisen- und Katastrophensituationen. Bis dahin hat es kein ständig tagendes Krisenzentrum gegeben. Aber nach dem Absturz eines Flugzeuges in Frankreich damals mit auch vielen deutschen Opfern, habe ich gemerkt, die Leute wollen dann vom Auswärtigen Amt ziemlich schnell Auskunft haben, aber es gab da gar keine Infrastruktur für. Und so haben wir dann die Hotlines geschaffen, die Warnhinweise für Reisende, das ständig tagende Krisenzentrum, einen gemeinsamen Krisenstab zwischen dem Auswärtigen Amt und der Tourismusindustrie. Alles Dinge, die dann schon funktionierten, als zwei Jahre später der große Tsunami über Südostasien hinweg brandete.